Hallo, ich bin Thor Alexander. Ich mache Auswanderungsberatung für Leute, die Deutschland, Europa verlassen wollen und helfe diesen Menschen, ihr Geld und ihr Vermögen ins Zielland zu transferieren oder halt inflationssicher und sicher vor Vermögenssteuer zu investieren. Heute möchte ich der Frage nachgehen, was ist gutes Geld, was ist schlechtes Geld? Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Jeder für sich entscheidet selber, welches Geld er als gut und welches Geld er als schlecht empfindet. Und ich sage eigentlich immer ganz einfach, gutes Geld behält man, schlechtes Geld gibt man aus. Das heißt, wenn ihr beim Kaufland an der Supermarktkasse steht und ihr habt die Möglichkeit, in D-Mark und in Euro zu bezahlen, welche Währung nehmt ihr? Die meisten werden natürlich D-Mark nehmen. Und warum? Weil D-Mark sonst üblicherweise als Zahlungsmittel nicht mehr gebräuchlich ist. Die Bundesbank sagt zwar, dass D-Mark noch, Deutsche Mark noch gültiges Zahlungsmittel in Deutschland ist, weil sie noch die D-Mark in Euro tauscht, aber in den meisten Geschäften wird halt nur eine Währung angenommen und das ist halt der Euro. Das heißt, in dem Fall ist logischerweise der Euro das bessere Geld und die D-Mark das schlechtere. Jetzt stellt euch vor, den nächsten Tag seid ihr wieder beim Kaufland an der Kasse und ihr habt Franken und Euro im Portemonnaie. Welche Währung wählt ihr dann? So, während ihr das überlegt, verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Video. Lasst mir einen Daumen hoch oder einen Kommentar da. Kommt in die Telegram-Gruppe Auswandern Geld und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss. Setze einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Sende den Link zum Video an Menschen, die auswandern wollen. Komm in unsere Telegram-Gruppe Auswandern Geld. www.t.me/auswandern Geld zusammengeschrieben.